Herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 1. Ich muss gerade überlegen, welcher Teil das überhaupt ist, aber es ist ja natürlich der erste Teil. Wir hatten im letzten Part die Fähigkeit bekommen, dass wir tatsächlich Feuer benutzen können, welche ich jetzt gerne auch nochmal verwenden wollen würde. Jetzt habe ich die, ne? Nee, warte, was? Wie ging denn das nochmal? Ach so. Ich möchte nämlich gerne mal gucken, was es bringt, hier die F Kerzen anzuzünden. Weil das wirkt schon sehr komisch auf mich. Nix. Aber warum blinkt diese Kugel auf einmal so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich gerne diesen Geist dort fangen würde, der hier die ganze Zeit war. Kommt mal her, ihr Drecksbiester. Ihr nervt halt extremst. Okay, dann mach mal an. Ich Wohltat, Feuer, Feuer. Hallo, bist du bescheuert? Wie besiege ich dich? Au, wo geht er denn jetzt hin? Ich meine, dass er Feuer wollte, das wusste ich ja, aber. Ja. Jetzt ist er weg, oder wie? Ne, die Tür ist jetzt offen, kann das sein? Nö. Nee, also nicht. Dann bin ich jetzt doch etwas verwirrt, was ich überhaupt machen soll. Hier ist auch wieder alles aus. Wie konnte ich denn nochmal mit der reden? Und was ersuchst du mich? Mann, ich möchte einfach weggehen wieder. Hä, wieso kann ich... Och Mann, es ist nervig. Was soll ich hier gottverdammt tun in dem Spiel? Da waren vielleicht vorhin nicht alle Kerzen an. Jetzt habe ich sowieso keine mehr. Kein Feuer. Ach Mann, du nervst.
Hä, was hat denn das jetzt gebracht? Ja, genau. Als hätte ich das vorhin nicht gemacht. Okay, wenigstens bin ich selbst drauf gekommen. Natürlich. Na egal, wenigstens habe ich es jetzt raus. Wir müssen hier alle Kerzen anzünden. War auch für mich die einzig logische Erklärung, weil was hätte ich denn sonst noch machen sollen? Dennoch finde ich es etwas nervig, dass das halt so sehr genau sein muss. Aber wer und wo ist dieser Geist? Okay, nehmen wir erstmal dich mit. Weil du nervst am Ende hier nur. Der Rote, komm, der Rote. Ja, so ein Scheiß. Ich hasse es. Es nervt einfach nur. Auf so engen Raum zu kämpfen ist so nervig. Okay, jetzt hab ich ihn. Immer noch einer. Verpiss dich. So gut, dass der mich nicht getroffen hat. Ah ja. Haben wir diesen Raum geklärt. Auch wenn es ehrlich gesagt nicht ganz so einfach war. Was? Das ist Marios Mütze. Das ist Marios Mütze und sie ist sogar frisch gewaschen. Ach komm, mach die Kiste auf. Geld? Sehr viel Geld. Warum nicht? Ich muss auch irgendwo mal was übersehen haben, weil es kann nicht sein, dass ich so viel Geld auf meinem anderen Spielstand habe, obwohl ich dann nicht mal so weit gespielt habe wie jetzt. Was habe ich jetzt gemacht? Wo ist denn jetzt der Kackbuhu? Hier. DJ Boo. Oh. Der DJ Boo nervt. Jetzt schon. Ich hab ihn aber. Sehr schön. Du bist der geborene Buhu-Jäger, Luigi. Schick mir wieder alles. Gib acht. Wo komme ich denn weiter? Hier. Dino-Stube. Muss ich hier wieder alles anzünden? Würde aber nicht mehr sehen, was ich hier anzünden muss. Einfach mal wild umher. Was verbrenne ich denn hier? Komm her. Da hinten ist ein Edelstein. Interessant. Gib den her. Gib den doch her. Wieso drehst du dich nicht? Hä? Was war das denn schon wieder? Oh ja, es gibt sogar eine Anzeige für die. Finde ich ein bisschen seltsam. Es gibt, weiß ich halt nicht. Was soll ich denn hier machen? Okay, ich schätze mal, ich muss die Mütze einfach abgeben, weil was soll ich denn sonst machen? Junge, was geht mit der Kugel ab? Nanu, was ist das für ein Gegenstand, den du mit dir führst? Würdest du ihm bitte Madame Le Cargo zeigen, Caro? Was ist denn das, wenn das nicht Marios Mütze ist? Warum ist sie nur so sauber, ganz schön, ganz als käme sie aus der Wäscheschleuder? Oh, pardon, manchmal neige ich zu dramatischen Ausbrüchen. Musst du wissen.
Wie, Moment mal, sagte ich gerade Mario? Es ist doch nicht etwa der Mario. Ah, ich sehe nun, ich sehe ja alles. Also habe ich das schon zuvor gesehen. Aber jetzt sehe ich es so richtig. Dann bist du also der Bruder des berühmten Mario und du bist hergekommen, um ihn zu finden. Du bist ja ein toller kleiner Bruder. Ahaha, ich lache zu viel. Oh ja, sie kommen. Die Geister erscheinen. Kommt herbei, Geister der Macht. Zeigt euch, Geister des Sehens. Lasst mich blicken auf die gar schrecklichen Dinge, die sich da heute Nacht zutragen mögen. Gläserne Kugel, Symbol meiner Familie, befähige dich deiner dunklen Mächte, um uns alles zu enthüllen, was du könntest. Ich meine natürlich kannst. Enthülle uns alles, was du kannst. Zeige uns diesen Mario. Das Licht der Geister nähert sich, gewährt uns einen Blick. Oh, ich sehe, dass dein Mario noch existiert. Nun zumindest ist er nicht in der Geisterwelt, aber man kann auch nicht gerade sagen, dass er lebt. Ahaha, zum Totlachen. Pardon, wo ist jetzt... Wo ist er? Wo steckt er jetzt? Oh, die Geister hüllen sich ins Schweigen. Mehr kann ich dir im Moment nicht erzählen. Bring mir einen weiteren Gegenstand, dann zeige ich dir deinen Bruder. Dieses Objekt spricht jedenfalls nicht länger zu uns. WTF, was? Aber was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt wieder dahinter gehen? Meiner Ansicht gibt es halt keinen anderen Raum, wo ich hin kann. Und irgendwo müsste ja auch noch dieser Drecksgeist sein. Ich habe irgendwas gehört, glaube ich. Warum ist der jetzt wieder hier? Ach, ist das dumm. Herr WTF, was? Fragt mich nicht, wie das funktioniert, aber es hat irgendwie funktioniert. Mir ist das Geld auch völlig egal, was ich jetzt nicht bekomme. Also an Dinger. Hauptsache, ich saug den mit einmal ein, weil ich nicht weiß, wie er funktioniert. Aber ich fand es schon lächerlich, dass man den halt jetzt nochmal holen musste, weil woher sollst du das denn wissen? Ich meine, ich habe halt jetzt auch wieder nicht nachgeguckt, sondern habe mich selbst halt nochmal überall umgesehen. Und das hat scheinbar gepasst. Macht dort hinten diesen Raum auf. Ja, und ich wollte eigentlich noch die Perlen haben, aber nee. Habe ich leider nicht mehr bekommen. Aber schön, dann haben wir jetzt wenigstens einen Anhaltspunkt. Ich bin Bukuk! Wegen Kuckuck oder woher kam jetzt dieser Witz? Ich habe jetzt nicht mal drauf geachtet, dass hier ein Buhu ist. Ja, ja. Gib acht.
Okay, dann können wir jetzt wenigstens mal weitermachen. Heute ist für mich eher langsameres Vorankommen angesagt, weil ich halt irgendwie nicht nachgucken möchte heute. Meine, warum sollte ich jedes Mal nachgucken? Wenn ich halt Anhaltspunkte habe. Hätte ich den halt jetzt wieder nicht gekriegt, dann hätte ich schon nachgeguckt, wie der geht. Weil, kein Plan, irgendwann nervt's ihn halt nur. Na, mach. Da war Geld noch drin, echt? Ob ich das nicht gelootet habe. Okay, das hier ist die Tür, ne? Ja. Was haben wir denn hier? Ein Musikzimmer. Wer ist hier? Geld. Mal wieder. Das ist ja cool. Man kann hier einfach jedes Instrument anschalten. Boah, das ist schon cool gemacht. Was, aber das geht nicht? Ich wollte gerade sagen, dann ist hier mit Sicherheit der Geist. Dieses Straßenkind sieht aus, als bekäme es nicht eine einzige Note zustande. Na, die ist hübsch. Achso, das Teil hier habe ich gar nicht gemacht. Hier ist noch eins. Aber wo ist denn jetzt hier noch ein Instrument, was ich aktivieren könnte? Ah ne, sie zeigt sich jetzt schon. Ich heiße Melodia, man nennt mich die geistreiche Schönheit der Elfenbeintasten. Welch eine überrührende Darbietung. Seit Jahrhunderten hat mich kein Stück mehr derart bezaubert. Du scheinst mir sehr musikalisch zu sein. Magst du mir meine Klaviersonate anhören? Gut, ich fange an. Super Mario Bros. Style ist auch schön. Übrigens, dieses Stück stammt aus einem berühmten Spiel. Kennst du diesen Klassiker? Ach, das fragt sie mich sogar. Ja, natürlich. Super Mario Bros. 3 ist das. Ganz genau, du hast recht. Sehr beeindruckend, wie ich sehe, bist du musikalisch. Annähernd so bewandert, wie ich es bin. Möchtest du nicht vielleicht ein wenig mit meinen lieblichen Notenblättern auseinandersetzen? Ach komm. Muss ich jetzt echt? Oh, irgendwie ist sie cool. Ist fast so wie der Bossgeist aus Luigi's Mansion 3, der Regisseur. Den habe ich auch sehr gemocht. Ich mag das, wenn die Geister alle so eine großartige Story haben. Finde ich einfach cool. So. Der Bosskampf an sich ist zwar jetzt eher lame, ja, aber kommt schon. Dafür war das trotzdem cool. Naja, weg ist sie. Tut mir ein bisschen leid eigentlich. Muss ich ja ehrlich sagen. Hier hätten wir aber noch einen Schlüssel. Der öffnet den Raum dann da vorne. Das ist sehr gut. Und den Buhu würde ich gerne noch fangen. Hey, warst du nicht hier irgendwo? Hier. Bumeo.
Okay, Bumeo. Sorry, ich kann das im Übrigen nicht immer so schnell vorlesen, was sie sagen. Geht einfach nicht. Gut, ich danke euch aber heute wieder vielmals für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Luigi's Mansion 1. Ich hoffe, der Part ist nicht zu kurz oder so. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss, bis dann.